und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch, wie ihr im Titel schon erkennen konntet, etwas über die Bücher erzählen, die im Januar bei mir eingezogen sind. Es ist zwar schon Mitte Februar, allerdings ist das, denke ich, trotzdem kein Problem und man kann locker noch über die Bücher reden, die im Januar dazugekommen sind. Das sind gar nicht so wenige, deshalb fange ich jetzt einfach mal damit an. Und zwar das erste Buch, was ich im Januar bekommen habe, habe ich über das Bloggerportal bekommen. Für alle, die das interessiert, ist das Bloggerportal nochmal unten in der Infobox verlinkt, wie natürlich auch alle Bücher und sofern vorhanden die Homepage der Autoren. Ja, also, das erste Buch, Die Katzen von Montmartre von Tessa Kober. Ich habe mir vorgenommen, in meinen Neuzugänge-Videos nicht allzu viel über die Bücher vom Inhalt her zu erzählen, sondern euch überhaupt erstmal zu zeigen, was ich bekommen habe. Deshalb lese ich nur den Klappentext vor. Dieses Buch habe ich allerdings auch noch nicht gelesen, das habe ich mir vorgenommen für nächste Woche. Da fahre ich nämlich zum Bücher- und Blubberstammtisch nach Stuttgart und dort werde ich auf der Fahrt dann das Buch lesen. Es hat, glaube ich, ca. 250 Seiten. Ja, 253. Das sollte machbar sein auf zwei langen Busfahrten und deshalb wird es dort gelesen. Und euch lese ich jetzt erstmal kurz den Klappentext vor. Ermittler auf leisen Pfoten über den Dächern von Paris. Mein Name ist Bonnard. Ich wohne auf einem Friedhof von Montmartre. Hier enden die Geschichten nicht nur, es fangen auch welche an. Welche Geschichte hier anfängt und welche endet, da lasse ich mich mal überraschen. Ich weiß, dass es um ein totes Mädchen geht und um Katzen, die in diesem Mordfall ermitteln. Und spätestens seit ich im Jugendbuch von Adriana Popescu, Paris, du und ich, einiges über Montmartre gelesen habe, beziehungsweise die handelnden Personen durch Montmartre ein bisschen begleiten durfte, habe ich natürlich unbedingt Lust gehabt, mehr über diesen Stadtteil von Paris zu erfahren. Und auch das war ein Kriterium, warum ich gerade dieses Buch angefragt habe. Außerdem interessiert es mich natürlich brennend, wie Katzen einen Kriminalfall lösen können. Und ich werde euch dann natürlich berichten, ob denen das gelungen ist und wie mir das Buch gefallen hat. Dann haben wir ein Buch, was ich schon gelesen habe. Und wie ich dieses Buch fand, auch das werde ich euch jetzt noch nicht verraten, aber in Kürze in meinem Lesemonat dann. Ich spreche von Die Wahrheit von Melanie Rabe und auch da lese ich euch jetzt kurz den Klappentext vor, bevor ich euch noch einiges mehr erzähle. Ein reicher Geschäftsmann, der spurlos während einer Südamerika-Reise verschwindet. Eine Ehefrau, die sich weigert, ihn für tot erklären zu lassen. Und ein Fremder, der alles dafür tut, den Platz des Verschwundenen einzunehmen. Der neue Thriller der internationalen Erfolgsautorin Melanie Rabe. Der Redakteur der Welt, Elmar Kriegeler, sagt, Melanie Rabe, diese Frau ist eine Sensation. Und ich glaube, ich kann ihm da nur recht geben. Falls ihr Lust habt, diese Frau auch kennenzulernen, dann solltet ihr im nächsten 3-Fragen-an-Video von mir mal reinschauen, denn ich war vor kurzem auf einer Lesung von ihr. Und vor dieser Lesung haben wir ein wunderbares Gespräch geführt, was ziemlich lange ging und ziemlich ausführlich war. Falls ihr darauf neugierig seid, dann bleibt einfach mal dran, abonniert vielleicht diesen Kanal und verpasst nicht, wenn ich mit Melanie Rabe spreche. Wie ich dieses Buch fand, wie gesagt, gibt es dann in Kürze. Dann ein Buch, was ich auch schon gelesen habe und was ich als Rezensionsexemplar vom Autor zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und zwar von Rainer Weckwerth, Camp 21. Ich habe mir ja schon länger vorgenommen, mal was von Rainer Weckwerth zu lesen. Und jetzt war es soweit. Auch hier meine ausführliche Meinung gibt es in einer Rezension und im Lesemonat dann. Den Klappentext, den gibt es allerdings heute schon. Ein geheimes Experiment. Ein ungewöhnliches Erziehungscamp. Zwei Jugendliche auf Gedeih und Verderb aneinander gefesselt. Mike und Kyla sind in Camp 21 gelandet. Sie kennen sich kaum und mögen sich noch weniger. Durch elektronische Armbänder aneinander gefesselt, ist es ihnen jedoch unmöglich, sich aus dem Weg zu gehen. Entfernen sie sich zu weit voneinander, empfangen sie über die Fessel quälende Schmerzimpulse. Während Kyla noch versucht, mit der Situation zurechtzukommen, ahnt Mike bereits, dass im Camp etwas nicht stimmt. Nach einem tödlichen Vorfall im Lager gelingt es den beiden die Flucht. Doch dies ist erst der Anfang einer atemberaubenden Jagd, denn die Fesseln, die geheimen Experimente und die starken Gefühle zwischen ihnen bilden für Mike und Kyla ein gefährliches Netz, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint. Wer jetzt neugierig ist, der ist zu Recht neugierig, denn auch wenn ich meiner Rezension nichts vorwegnehmen möchte, darf ich euch verraten, dass euch hier ein spannendes, interessantes Jugendbuch erwartet, was ich so in der Art auch noch nicht gelesen habe. Aber wie gesagt, mehr dazu dann in der Rezension. An dieser Stelle an Rainer Weckwerth schon mal vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob du das Video siehst. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche in Stuttgart.
signieren lassen werde ich mir das Buch dann allerdings nicht, denn das ist bereits geschehen. Auch dafür vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass ich es lesen durfte und ja, wie gesagt, in Kürze dann die Rezension. Dann habe ich ein Buch, was ich ebenfalls über das Bloggerportal von Random House zur Verfügung gestellt bekommen habe. Es ist aus dem Heine Verlag und es ist von einer Autorin, auf die ich jedes Jahr wieder aufs Neue neugierig bin. Denn sie veröffentlicht jedes Jahr am Anfang des Jahres eines ihrer neuen Bücher. Und diesmal heißt es Nachts in deinem Haus von Sabine Thiesler. Nachts in meinem Haus von Sabine Thiesler. Und ich bin schon sehr gespannt, was die Autorin dieses Jahr wieder für uns bereitgehalten hat. Auch hier kurz den Klappentext dazu. Er umarmte seinen besten Freund und ahnte nicht, dass es sein schlimmster Feind war. Tom ist ein anerkannter Kunstmaler, dazu reich und glücklich verheiratet. Alles läuft perfekt für ihn, bis eines Nachts in seinem Haus etwas Schreckliches passiert. Unter Schock flieht er in ein toskanisches Bergdorf. Doch was ihm zunächst wie das Paradies erscheint, entpuppt sich schnell als Hölle. Tom hält das Alleinsein nicht aus, fühlt sich eingesperrt und verfolgt. Als er begreift, dass er niemandem mehr vertrauen kann, ist es zu spät. Er trifft eine verhängnisvolle Entscheidung. Was diese verhängnisvolle Entscheidung ist und wie dieser Thriller ausgeht, das weiß ich noch nicht. Ich werde den jetzt bald anfangen, nachdem ich mit meinem aktuellen Buch von Arno Strobel soweit bin. Das sollte eigentlich heute noch zu machen sein. Und wie gesagt, dann geht es ab morgen mit diesem Buch weiter. Ich werde euch bei Instagram in meinen Leseupdates bestimmt immer mal etwas dazu verraten in der Story. Und wer neugierig ist, der sollte einfach mal dann auf die Rezension warten. Die wird auch in Kürze kommen, weil ich habe mir vorgenommen, im Laufe der nächsten Woche dieses Buch dann auch fertig zu lesen. Es sind zwar einige Seiten, 510. Das wird ganz schön hart, das in einer Woche zu schaffen, weil ich komme nicht jeden Tag dazu, hier hunderte von Seiten zu lesen. Allerdings ist die Schrift relativ groß und es sind auch immer mal halbe Seiten ausgelassen, wenn Kapitel beginnen bzw. enden hier. Da sieht man dann zum Beispiel hier das. So, ich hatte jetzt ein Problem, was viele Booktuber unter euch wahrscheinlich schon kennen. Der Akku meiner Kamera war leer, bzw. die Kamera ist einfach ausgegangen und jetzt habe ich aber das Ladegerät angesteckt und jetzt sollte es weitergehen. Also, wie ich schon gesagt habe, die Schrift ist relativ groß und ich denke, das Buch ist durchaus in einer Woche machbar. Sollte ich das nicht schaffen, dann werde ich es kurz unterbrechen während der Fahrt nach Stuttgart, weil ich finde, so ein Buch, das ist doch ein bisschen schwer und es ist auch ein bisschen zu groß, um es einfach so im Bus immer mitzuschleppen. Da sind die Katzen von Momatre, die ich vorhin vorgestellt habe, schon etwas besser geeignet und deshalb wird dieses Buch nicht mit mir nach Stuttgart fahren. Es wird allerdings mit mir auf die Leipziger Buchmesse fahren, zumindest sofern ich erfahren sollte, dass die Autorin dort vor Ort ist. Und ja, wenn ich sie dort treffe, dann werdet ihr über Instagram natürlich jederzeit davon erfahren oder dann hinterher hier in meiner Story, in meinem Video. So, jetzt möchte ich euch aber noch ein E-Book zeigen, was bei mir eingetroffen ist. Und zwar Auf gute Nachbarschaft von... So geht's besser. Von Ben Wortmann und Carla Wortmann. Das ist ein Psychothriller, den ich über meine Kindle-App, die ich seit kurzem habe, gelesen habe. Und wie ich diesen Psychothriller fand, auch das werde ich euch in Kürze verraten. Und jetzt gibt es noch ganz schnell den Klappentext dazu. Das Drama einer tödlichen Obsession. Jan und Christina geht es gut. Mit ihren beiden Kindern wohnen sie in einem schönen Haus und haben keine finanziellen Sorgen. Doch als eines Tages neue Nachbarn einziehen, zeigt sich, wie trügerisch die Fassade ist. Plötzlich ist die dunkle Vergangenheit wieder da und entwickelt eine zerstörerische Kraft. Klingt ganz gut. Falls ihr neugierig seid, schaut mal auf meinem Blog vorbei. Ich habe den Beitrag darüber verlinkt. Und dort könnt ihr dann alles Mögliche erfahren, was wichtig ist, um über dieses Buch Bescheid zu wissen. Ich habe es in der Kindle-App kostenlos bekommen. Mittlerweile kostet es, glaube ich, 2,99 € oder 3,99 €. Ich blende hier den Preis gerne mal ein. Und dort könnt ihr dann alles dazu erfahren. So, das waren meine Neuzugänge aus dem Monat Januar. In Kürze gibt es dann noch das Lesevideo, beziehungsweise den Lesemonat vom Januar. Und dort könnt ihr dann auch etwas mehr über die Bücher erfahren, die ich dann auch tatsächlich gelesen habe. Nicht alle, die ich heute vorgestellt habe, habe ich auch im Januar gelesen. Und es ist auch noch mindestens ein Buch dabei, glaube ich. Ja, ein Buch ist dabei, was ich nicht jetzt gezeigt habe und trotzdem gelesen habe. Also seid gespannt, was dabei ist und was es sonst noch alles zu erzählen gibt. Außerdem wird es in Kürze eine Rezension auch hier auf dem Blog geben. Und was es sonst noch alles zu entdecken gibt, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr, wie gesagt, ein Abo dalasst für den YouTube-Kanal
oder mir bei Instagram folgt oder. Da gibt es einige Möglichkeiten, auch dazu in der Infobox noch etwas mehr. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Falls ihr dieses Video abends seht, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Ich freue mich schon und bis bald und tschüss.